Fußballerinnen des FC Bayern München sind Deutscher Meister 2015. Im Gegensatz zur Männermannschaft ist dies aber etwas Besonderes, denn nach 1976 ist es erst der zweite Meisterschaftstitel für die Bayernfrauen. Dementsprechend groß war die Freude bei Managerin Karin Danner. Wir haben einfach heute Geschichte geschrieben. Es ist so geil, ich kann es gar nicht beschreiben, so ungefähr. Die einen, die warten 10 Jahre drauf, die spielen schon 10 Jahre bei uns. Die anderen sind letzte Saison, haben sie sich für Bayern München entschieden, weil sie gewusst haben, hier geht die Post ab, da geht der Punk ab, da werden sie deutsche Meister. Und heute sind sie deutsche Meister. Dabei wurde es im Saisonfinale noch einmal richtig packend. Erst der 2:0-Sieg gegen SG Essen am letzten Spieltag und das Unentschieden zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem VfL Wolfsburg brachte die Meisterschale nach München. Bei Titelverteidiger Wolfsburg war die Stimmung dementsprechend niedergeschlagen. Man hatte das Gefühl, wir haben ein bisschen Angst und uns hat der Druck irgendwie ein bisschen gelähmt, den wir natürlich hatten vor dem Spiel. Das Ziel war ganz klar, deutscher Meister zu werden. Deshalb ist die Enttäuschung groß, weil wir speziell in der zweiten Halbzeit doch die ein oder andere Torchance noch hatten, um das Spiel hier wirklich zu gewinnen. Immerhin können sich die Wolfsburger Frauen als Tabellenzweite mit dem erneuten Einzug in die Champions League trösten. Doch der Frust über den verpassten dritten Meistertitel in Folge überwog bei Alexandra Popp und Co. Dennoch gratulierten sie dem neuen Meister aus München fair. Man muss auch gestehen, dass München alles gewonnen hat und dementsprechend kann man da auch einfach nur beglückwünschen. Das sahen wohl auch die frisch gebackenen Meisterinnen so und ließen sich im Anschluss an den Titelgewinn ausgiebig feiern. Für die Männerkollegen des FCB gab es in dieser Saison zwar kein Triple, dank der Münchnerinnen hat der Verein aber immerhin das gemischte Double geholt.